Mit 400'000 Mitgliedern ist der Turnverband immer noch die grösste Sportorganisation in der Schweiz. Und für viele der Aktiven gibt es einen ganz, ganz wichtigen Termin im Jahr, nämlich die Vereinsmeisterschaften. Da machen alle mit, jung und alt, klein und gross. Und an diesem Wochenende sind in Winterthur nicht weniger als 15 Schweizer Meistertitel vergeben worden. 2800 Turnerinnen und Turner maßen sich an diesem Breitensport-Event in der Eulach-Halle und auf der Schützenwiese in Winterthur. Meistertitel gingen in alle Regionen der Schweiz. Es gab dieses Jahr keinen dominierenden Verein. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entdeckte man auch das eine oder andere bekannte Gesicht. So etwa Dieter Rehm, der für den Turnverein Opfikon-Kloten am Boden turnte. Ja, der Dieter Rehm war nicht der Einzige. Man hat auf dieser Teilnehmerliste, wenn es einem Wunder genommen hat, noch mindestens einen anderen ziemlich Bekannten gefunden, nämlich den Daniel Wunderlin. Und für ihn bleibt das Jahr 1984 als prägendes Erlebnis in Erinnerung. Da war er nämlich Olympiateilnehmer in Los Angeles und hat dort den 5. Platz mit der Mannschaft rausgeholt. Und in der Einzelfinal ist er dann noch zweimal 8. geworden. Los Angeles, also die Grossstation von Daniel Wunderlin. Ja, da sind seither ein paar Jahre ins Land gezogen. Wenn man es genau zusammenzählt, kommt man immerhin auf 26. Aber an diesem Wochenende Winterthur hat man feststellen, dass der Daniel Wunderlin immer noch topfit ist. 50 Jahre und kein bisschen turnmüde. Das ist Daniel Wunderlin. Einst Weltklasse, heute passionierter Vereinsturner. Für seinen Turnverein Rüti ist er Turnlehrer und Personaltrainer mit Leib, Seele und Herz dabei. Es ist ja da, oder? Wenn es einen packt und wenn man so etwas macht, das ist ja, die Zeit ist in dem Sinn vergessen, am Morgen um 6 Uhr rauszugehen. Klar, auch ich das Kaffee am Morgen und ein bisschen verschlafen. Und ja, das ist dabei. Aber ich sage jetzt mal so, ab dem Nachmittag ist das etwas, das eigentlich eher dann wieder umschlägt und man sagt, zum Glück bin ich da gewesen, zum Glück habe ich es gemacht, habe ich mich aufgerafft, wie bei vielen anderen Sachen auch. Morgen. Herr Wunderli. Schön ruhig. Guten Morgen. Schön super, schöne, super Landungen. Vollgas geben. Letztes Jahr wurde der TV Rüti zum ersten Mal Schweizer Meister am REC. Diesen Titel wollte das Team verteidigen. Jung und alt, Männer und Frauen gemeinsam. Die Qualifikation glückte Rüti und seinem Senior. Daniel Wunderlin ist sich zwar bewusst, dass er zum alten Eisen gehört, doch das stört ihn nicht. Der 15 Jahre Unterschied zum zweitältesten ist schon mindestens ein bisschen Anlass, um sich älter zu fühlen. Aber ich denke auch so, das Alter allein macht es ja nicht. Ich habe den Spass daran. Solange es mir Freude macht, mache ich das auch mit. Ich werde von dieser Gruppe auch die Jugendlichen bringen mir so viel entgegen, dass ich kann sagen, es ist wie geben und nehmen. Geben und nehmen. Sehen und gesehen werden. Also eben der Durchschub, den kann ich nicht mehr so. Der geht nicht mehr so. Oder? Den kann ich nicht mehr. Reinstechen geht nicht mehr. Und der Flüger. Dann, wenn ich nicht mehr haben trainieren konnte, dann bist du so richtig auf die Tour gekommen. Dann habe ich immer gedacht, du, wie kann das so, Dani? Der ist einfach immer zu werden. Ja, wahrscheinlich irgendwo. Und bei mir hat es erst mit 40 Jahren angefangen. Ja. Der mit dem Dampf, oder was? Ja, ja, gell? Bei der einen geht es länger. Einmal Spitzensportler, immer Spitzensportler. Auch wenn beim Vereinsturnen das Mitmachen im Vordergrund steht, so strebt Daniel Wunderlin, soweit es geht, auch heute noch nach Perfektion. Wettkampf ist Wettkampf. Also ich kann auch in einer Olympiade, ob das irgendein Regionalturnfest war oder eine Olympiade,
wenn ich starte und die Übung loslasse, dann ist das Wettkampf für mich. Und ich versuche, mein möglichst Bestes zu machen. Und das ist eigentlich immer gleich. Der Final gelang dann den Turnern aus Rüti im Zürcher Oberland nicht nach Wunsch. Sulz aus dem Aargau holte den Titel. Rüti wurde Zweiter. Es hat Spass gemacht, wirklich. Es ist klar, es sind nicht alle zusammen gleich, wo ich vor ist am Schluss. Für mich ist es so ein bisschen meine Eigenleistung, die ich jetzt hier einseits betrachte. Und von dem her ist das, bin ich sehr zufrieden gewesen. Es ist echt gut gegangen. Und ich hätte natürlich allen anderen auch gewünscht, dass es wirklich absolut perfekt geht. Und das ist nicht alles perfekt gelaufen, aber das ist es eben. So geht es. Jetzt werden wir wieder arbeiten und schauen, was weiterläuft. Und das nächste Jahr probieren wir es wieder und geniessen es wieder. Ja, aber du bist gut gewesen. In deinem Alter noch, so was sagen. Und dann, mit 51, wird Daniel Wunderlin noch charmantere Komplimente bekommen. Der Daniel Wunderlin, also bei den Schweizer Vereinsmeisterschaften.